warte mal. Beruhig dich, Sarah. Ha! Du bist lächerlich. Bleib hier in Deckung. Verdammt. Ich kann nicht mehr. Schaff's nicht. Ich muss aufpassen, dass mir hier keiner reinläuft. Ein bisschen auch so viel auf einmal, mit denen habe ich nicht gerechnet, ne? Da kommt der nächste. So. Warte mal, die wollen mich in die Enge treiben, die. Die sind ganz schön offensiv. Ah, probier's nochmal, komm. Wenn ich du wäre, würde ich nicht nochmal kommen. Hält natürlich jetzt auf hier, ne? Mit dem einen Gewehr. Aber das wird ganz schön durchschafft. 300 Munition, habe ich ganz schön Durchschlagskraft. Na komm raus aus deiner Ecke da. So, jetzt kommen die, warte mal, die kommen bestimmt. Wenn ich jetzt einen Moment warte, werden die jetzt. Ich schieße die Beine weg hier. Na komm. Da hast du es doch. Du wolltest es doch nicht anders. Na komm her. So, mach mal eine rein. Gut ist. Den habe ich erledigt. Der Penner. Ja, ich kann auch nicht so viel. Sarah, geht's noch? Komm hoch, ich brauche deine Unterstützung. Kannst du jetzt nicht da die ganze Zeit liegen? Sei lieber gründlich. Ich bin gründlich, komm du erstmal hoch auf die Beine wieder. Bist du soweit, ja? Das Ding hat richtig Feuerkraft hier, kann ich dir erzählen. Ich bin wirklich voll bis oben hin, Sarah. Ich kann dir sagen. Ich muss was essen. Ich glaube, ich muss was essen, Sarah, sonst kommen wir nicht weiter hier. Wo haben wir denn sonstiges da? Nee, das ist sonstiges, da ist nichts drin. Vielleicht alles? Nee, Notizen. Hilfe, genau, warte mal, Hilfe. Die können wir mal essen, zack. Wir trinken uns mal Bier. Wir saufen uns alles weg hier. Essen, trinken, das Essen, Apfel, Ei, irgendwas. Nahkampfschaden um 5 Minuten. Plus 95%. Heilpaste. Herz. Da ist nochmal was hier.
Müsli. Rotwein. Wir sind schon bestimmt so dicht Sprudelwasser. Suppe. Ist ja Wahnsinn. Der kann was in sich da hineinpfeifen. Guck dir das mal an. Trauben. Okay. Ich sag doch, ich bin total dicht. Ich habe da jemanden hüpfen sehen da drüben, oder? Erwischt! Ich hab doch gedacht, da ist doch jemand. Da war doch jemand. Ach gut, lass ihn ruhig zu uns kommen. Halt ihn in den Schacht, ich guck mal, was wir hier machen können. Vielleicht können wir irgendetwas mitnehmen. Sarah, du musst ihn noch nicht zu mir locken, also wirklich. Na gut. Du kannst nichts! Nichts! Auf sie! Aus der Schusslinie. So, nächste Waffe. Sein Anzug brennt. Okay. Wir haben ihn gegrillt. Sorry, dass wir das machen müssten, aber es gab keinen anderen Weg. Apfel nehmen wir mal mit. Wer zu viel mit sich herumschleppt, Weizen. Ist schlecht vorbereitet. Überhaupt nicht schlecht vorbereitet. Ich bin optimal vorbereitet, würde ich fast sagen. Das wird uns alles helfen, glaub mir. Wenn wir mal später Schrotflinte. Da ist ja richtig was los hier. Notizbuch. Das kann uns alles noch zugutekommen, Sarah. Das kann uns alles noch zugutekommen. Das Einzige, wo ich das Problem immer sehe, ist, dass wir oh nein! Wie hat er denn das gekriegt, hinbekommen, du? Vorsichtiger vorangehen, weil so ruhe ich mal ein paar Stunden aus, genau. Ruhe ich mal 8 Stunden aus, dann sind wir wieder voller Energie. Und dann können wir nämlich glatt loslegen. Wow. Du schläfst wirklich wie ein Stein. Ja, es muss schlafen. Muss schlafen. So. Das gibt Tote. Ja. Pass auf. Lass sie nicht hier rein. Und wenn die reinkommen, erledigst du die für uns. Sarah. Verdammt. Warte mal, Sarah. Haben wir nicht hier Mündungsfeuer? Ich habe doch ein schönes Gewehr eigentlich dafür. Warte mal, ich habe es doch gerade gesehen. Ich habe es eingepackt. Das hat sogar ja das hier. Das Favorisierte hat 13. Na gut, das ist dann halt wohl besser. Komm, wie viel Munition haben wir denn? Oh,
Bleib hier, hau bloß nicht ab. Wir machen den erstmal einen nach dem anderen fertig. Unterstützungsfeuer, gut. Erledige dir das. Das reinste Kinderspiel. Okay, 32 Punkte haben wir dafür bekommen. Ich weiß nicht, wo noch welche sind. Warte mal, ich guck gerade hier raus. Müssen noch irgendwo noch mehr sein. Das ist ja hier alles voll mit denen. Okay, wir haben hier der hat verkümmerte Kampf irgendwas. Sicher ist da was Praktisches für uns dabei. Abscheides, irgendwas hat der Spezielles gehabt in der Tasche, warte mal. Hier. Außen, das habe ich schon gehabt. Ne, hier. Verkrümpeln Kampfmesser 16. Anstacheln. Fügt Zielen mit voller Gesundheit doppelten Schaden zu. Verknüppeln. Fügt den Ziel beim nächsten. Oh, das ist eine Spezialwaffe. Favorisieren. Das Messer. Gut. Sarah, du musst aufpassen. Es sind überall Leute hier. Da ist so einer zum Beispiel. Angriff! Den haben wir direkt weggebraten. Den greift nichts mehr an. Ich hoffe, wir werden nicht irgendwo hingedrängt jetzt. Komm nur her! Credits. Und dann nochmal 200 und ein paar zerquetschte Credits. Fantastico. Wir haben noch so viel hier auszuräumen. Über den Einstieg der Arten. Variation und Domestikation enthält die unerfindliche Variation verschiedener Spezies. Ich glaube, ich habe das schon mal gelesen. Wenn wir die individuellen selben Arten der Unterart unserer älteren Kulturpflanzen und Nutztiere betrachten, fällt uns als erstes auf, dass sich im Allgemeinen viel stärker voneinander unterscheiden als die individuellen einer Art oder Spezies im Naturzustand. Wenn wir über die enorme Vielfalt der Kulturpflanzen und Nutztiere nachdenken, die sich im Laufe der Zeit unter den verschiedenen Klimaabdeckungen und Umständen verändert haben, müssen wir wohl zu dem Schluss kommen, dass die Körpervariabilität darauf zurückzuführen ist, dass unsere gezüchteten Erzeugnisse unter Lebensbedingungen entstanden sind, die stärker voneinander abweichen, als es bei ihren Vorfahren in freier Natur der Fall war. Darwins Theorie über die Entstehung der Arten auf der Erde wird in vollen 14 Kapiteln behandelt, die von Biologie bis Geografie handeln und allem, was sonst noch dazwischen liegt. So, Hochgeschwindigkeitsdatenkabel nehmen wir mit, Tablet nehmen wir mit. Das ist ein richtiger Messi geworden, ich kann kaum noch laufen, ey. Das ist hier was zu essen. Gibt es irgendetwas hier, außer da Medikamente? Für die Herstellung brauchen wir ja, ich brauche unbedingt, aber ich muss das alles verkaufen. Oder ich benutze einen Mod, mit dem ich unendlich tragen kann. Weil sonst wird es echt schwer hier, guck. Also wirklich, Sir. Antiballisten-Kalibration, okay. Credit, Antiballisten. Was habe ich denn da schon wieder eingesammelt? Irgendwelches spezielle Ballisten. Lag mich tot. Antiballisten irgendwas.
Das weiß ich gar nicht. Irgendwas muss ich da aber eingesammelt haben, was speziell. Jetzt hat 58. Meiner hat der schon. Meiner hat 120. Also an den ranzukommen ist schon schwer. Muss man schon sagen. Und da ist nochmal ein Eingang und hier ist auch nochmal eine Schleuse. Schalter aktivieren. Liegen auch noch lauter Sachen. Hier ist ein Heber oder was ist denn das? Ja, ein Stapler. Ein moderner Stapler. Der irgendwie hier Müll gesammelt hat. Aber keiner weiß, was eigentlich Sache ist hier, ne? Ich weiß ja nicht, ob da irgendwo noch irgendetwas hier. Jemand hierher kommt. Nee. Hier waren wir doch. Wir sind doch von da. Genau. Wir waren nur nicht in dieser Kantine hier drinnen. Um Himmels Willen, wirf endlich was von dem Kram weg. Nein, ich kann nicht. Das ist eine Krankheit von mir. Ich muss alles einsammeln. Egal, was mir in die Quere kommt. Vor allem hier das ganze Essen. Guck mal hier. Pfirsich. Musst du da erstmal verdienen hier. Das. Guck dir das an hier. Oh. Tablett. Läufst du mit zu viel Last rum? Ja, ich weiß. Tablet, ein praktisches System zum Ausliefern von Essen, umfasst Würzmittel und Besteck. Hier steht nichts dran. Irgendwelche Algen. Töpfe. Toast. Und noch ein Toast. Toast und dann noch ein Toast. Ist zwar schon lange überfällig. Rosinenmüsli nehme ich mit. Versiegelte Behälter. Ich verkaufe alles ohne Quatsch. Ich könnte noch viel mehr hier Küchenrolle. Leere Bierflasche. Oh, guck mal hier, wie viel Essen. So, nehmen wir alles mit. Meinst du, wir können jetzt schon mal was kochen? Jetzt habe ich noch nie was gekocht. Das wäre ja natürlich ideal, ne? Herstellen. Oh, wir können was herstellen. Guck hier. Komm, wir sammeln ein bisschen Skill. Alienrührei. Nährstoff. Alienrührei bestätigt. Einmal hergestellt. Ein XP-Erfahrung. Ich brauche unbedingt so einen Mod. Ich muss mal echt gucken, wie ich so einen Mod. Ist leider leer. Hände waschen können wir nicht. Nur Karton, 2 Zwiebeln auf jeden. Sind immer die Alben. Kefir. Oh, lecker. Schöne Buttermilch. So, Kartoffel, frische Kartoffel. Die nehmen wir mal mit. Was gibt es hier im Kühlschrank? Ist nix. Hier, Salat, Zwiebeln und leere Kartons und Behälter. Die haben wir in Massen. Das ist denn Dietrich gut versteckt. Und das wäre denn noch hier. Der geht leider nicht auf. Gut, die ist ja voll am Kochen hier. Ja. Sarah, ich will jetzt was zu essen. Da haben wir alles schon durchgecheckt. Da steht noch ein Saft. Junk Rind. Nur Serviette. Eine Orange nehmen wir natürlich mit. Tischtennisball nehmen wir mit. Nahrungskit, abgepacktes Nahrungskit nehmen wir mit. Das hier gehört alles mir. Braucht kein Mensch mehr. So.
Käse auch noch. Wir sind von hier runtergekommen, ne? Genau. Aber wir waren nicht bei der Tür. Hier waren wir noch nicht. Hier ist nichts, nur Notizen, Tablet. Aber hier wäre ja auch nochmal eine Wartungsflug. Nee. Ich hätte fast gedacht, dass da irgendwas gewesen wäre. Oh, ist das Schiff riesig, ey. Das ist ein riesen Zentrale hier. Da geht's auch nochmal runter. Aber für uns ist irgendwie hier Endstation. Hier sehen wir leider nichts mehr. So. Wir müssen aufpassen. Wir tragen einfach viel zu viel. Na, das müssen wir mal verkaufen. Aber das machen wir das nächste Mal, liebe Leute. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.